Grüezi wohl. Mein Name ist Damian Donze. Ich bin zwar Schweizer, aber arbeite ich momentan als Architekt in Shanghai. Ich gebe mal etwas zeigen, was ich gemacht habe. Aber zuerst muss ich euch erklären, wie es dazu gekommen ist. Leben tue ich in China, Shanghai, aber ich halte gleich noch Kontakt mit meiner Familie in der Schweiz und mit meinen Kollegen. Das hat zu einem interessanten Phänomen geführt. Wir haben uns gehört. Mittag in Shanghai fällt etwa am Morgen um 9 Uhr an. Man muss sich jetzt arbeiten. Der Tag verläuft etwa ähnlich wie ein Sushi-Brau auf der Welt. Zwar, man kann arbeiten, am Abend ein etwas essen, nachher vielleicht ein bisschen Fernsehen schauen oder sonst etwas tun. Bis es dann halt eine Nacht wird. Dann aber durch die Zeitverschiebung habe ich die Gelegenheit, mein Schweizer Leben noch zu genießen. Und zwar zum Beispiel mit Skype oder ein bisschen Gamen mit Kollegen. Mit der heutigen Technologie ist das ganz einfach. Irgendwann wird es aber auch in der Nacht. Und das führt zu einem Problem. Mein Schweizer Teil des Tages ist vorbei, aber den schon habe ich noch nicht angefangen. Das gibt, jeden Tag habe ich durch das etwa eine Stunde, die ich nicht zum Tun habe. Ich bin sozusagen gefangen zwischen der Zeit. Statt leider in die Gegend rumzuhocken, habe ich mich entschieden, etwas zu tun. Und zwar habe ich gedacht, ich baue meine eigene Welt auf, mit meinen eigenen Händen. Deshalb ist mir gerade richtig so gekommen, weil ich habe genug von dieser langweiligen Welt. Alle machen das Gleiche. Und wenn ich etwas Neues machen sollte, wird es gerade tausendfach kopiert. Es ist, als ob alle verirrt sind in einem Labyrinth oder so, oder im Nebel. Und versuche irgendwann in einem Pfad nachzugehen. Wir denken, der Pfad führt sie zur Sicherheit. Aber dass der den Pfad gemacht hat, auch verloren sein könnte oder verirrt, kennt man nicht mal Sinn. Darum läuft er auch mit erhobenem Haupt tiefer ins Dunkle. Aber wenn man dann mal selber den Pfad machen will, merkt man schnell, dass man umgeben ist von hohen Wänden, von Baugesetzen und Budget. Und dass es relativ schwierig ist, einen eigenen Pfad zu kreieren. Darum war diese Gelegenheit gerade gegeben für mich. Endlich muss ich nicht mehr schiefe Bauherrenwinde befolgen oder irgendwelche Normen oder Baugesetze. Es gibt keinen Standard mehr, es gibt keine Normen mehr. Alles ist frei, alles ist möglich. In so einer Welt kann man nicht einfach mit normalen Baumaterialien anfangen. Darum habe ich mich entschieden, von ganzem Anfang von der kleinsten Einheit anzufangen, von einem Ziegelstein. Gut, man kann nicht wirklich Ziegelstein sagen, weil er nicht aus Stein ist, sondern aus Holz. Gross, aber gleich leicht, sodass ich selber schnell grosse Wände aufbauen kann. Leider Gottes hätte ich lieber mehr Zeit in der Welt verbringen können, aber es ist leider nicht ganz so aufgegangen, weil letztlich war es Zeitverschiebung in der Schweiz. Und das gibt es aber leider in China nicht. Und das führt dazu, dass die zwei Welten ineinander hineingedutscht sind und mehr Welt zwischen ihnen verdrückt haben. Und es ist natürlich zusammengekehrt, weil sie ja, kleiner ist. Und was ihr jetzt hier seht, sind nur noch Ruinen. Der Rest ist wahrscheinlich in der Schweiz gelandet. Aber eins steht fest, nächsten Winter versuche ich es noch eins. Und zwar nicht aus Holz, sondern aus Stahl. Vielleicht mag es sogar den Sommer überdauern.